Wie in jedem Jahr, so findet auch heuer wieder das parlamentarische Gebetsfrühstück in Wien statt. Die Eröffnung ist sogar mit einem Vorabendprogramm, bei dem wir in der ungarischen Botschaft hier in Wien willkommen geheißen worden sind. Ja, es ist ein internationales Gebetsfrühstück, aber fangen wir mal gleich in Österreich selbst an. Aus Vorarlberg angereist der Parlamentarier Norbert Sieber. Norbert, gut hier zusammen zu sein beim Gebetsfrühstück. Warum ist Gebet wichtig in der Politik? Weil so viele Entscheidungen sind, für die Menschen wichtig sind, und da brauchen wir auch die Unterstützung von unserem Herrgott. Und deswegen ist Gebet für die Politik, aber auch für die gesamte Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Was wären so spezielle Anliegen, auch gerade aus christlicher Sicht für Politik? Und wieso sind wir gerade hier oder werden morgen im Parlament sein? Ja, ein Parlament ist natürlich eine besondere Location, international vollkommen unumstritten und in vielen großen Parlamenten eine riesige Veranstaltung. Bei uns in Österreich immer wieder etwas hinterfragt, warum findet hier religiöse bzw. Gebet im Parlament statt, die Trennung von Politik und Kirche. Wir glauben, das, was wir hier machen, tut der Politik gut und hat im Parlament auch unbedingt seinen Platz. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir weiter, wie sich der Tag entwickeln wird und wen wir noch alles treffen. Dankeschön, danke. Norbert Sieber. Gut. Bei einem internationalen Gebetsfrühstück darf natürlich auch der Deutsche Bundestag nicht fehlen. Herr Braune, Sie sind seit vielen, vielen Jahren schon Urgestein, auch im Deutschen Bundestag beim Gebetsfrühstück. Wie lange gibt es das dort schon? Das Bundestagsgebetsfrühstück wurde von Rudolf Decker, meinem Amtsvorgänger in unserer Stiftung, um 1982 ins Leben gerufen, zunächst in Bonn und ist natürlich mit nach Berlin umgezogen. Und seit einigen Jahren leite ich diese Arbeit. Wir treffen uns jeden Freitag morgens in der Parlamentarischen Gesellschaft mit den Abgeordneten. Ich bin ja mittlerweile ehemaliger Abgeordneter. Und ein Abgeordneter gibt meistens einen Impuls. Oft nehmen wir die Herrnhuter Losung als die Tageslosung, als Einstieg, und dann entwickelt sich daraus eine oft sehr persönliche, sehr individuelle Diskussion, die im vertrauten Rahmen in einer wohltuenden Atmosphäre stattfindet. Und ich glaube, und das bestätigen uns viele, die dabei sind, dass dies auch für die parlamentarische Arbeit einen sehr positiven Aspekt darstellt. Jetzt sind diese Gebetsfrühstücke im Deutschen Bundestag ja natürlich auch, natürlich sage ich, überparteilich. Wie geht es Ihnen da, mit anderen Fraktionen zusammen zu beten oder mit den Vertretern dieser Fraktionen? Also eigentlich ist das überhaupt kein Problem. Wir nennen das ja einen unpolitischen Raum inmitten der Politik. Das heißt, im Gebetsfrühstück wird keine Bundestagsdebatte fortgesetzt, sondern da geht es um völlig andere Themen. Natürlich haben wir im Bundestag eine Partei, die uns manchmal ein bisschen im Magen liegt, aber wir haben gesagt, alle, die demokratisch gewählt sind, haben das Recht, dabei zu sein, solange sie den Geist dieser Runde mittragen. Und dies hat eigentlich fast immer so geklappt. Also es läuft gut. Ein Kritikpunkt gegenüber Gebetsfrühstücken im parlamentarischen Rahmen ist oft das, ich würde fast sagen, Totschlagargument, Trennung von Kirche und Staat. Ist das ein Problem? Wir sind keine Kirche, wir sind Laien. Und wir verstehen uns auch Laien letztlich aller Glaubensrichtung. Es kommt immer mal wieder ein Muslima, wir hatten auch ein Hindu eine Zeit lang dabei. Also wir sind keine Amtskirche, sondern wir sind Menschen, die sich zu ihrem Glauben bekennen und über diesen Glauben in einer vertieften und vertrauten Runde reden. Und das ist die tragende Idee. Danke, Herr Thilo Braune, ehemaliger Abgeordneter im Deutschen Bundestag, hier zu Wien im Gast beim Parlamentarischen Gebetsfrühstück 2023. Als meinen nächsten Gesprächspartner darf ich Markus Marosch, Generalsekretär vom Runden Tisch Österreich, vorstellen. Was ist der Runde Tisch? Der Runde Tisch ist eine ganz breite ökumenische Plattform in Österreich, wo es darum geht, die verschiedenen Denominationen miteinander zu versöhnen und auch in diese Einheit zu wandeln, die uns die Bibel im Johannes 17 verheißt, damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus der Messias und der Sohn Gottes ist. Und diese Veranstaltung hier zum parlamentarischen Gebetsfrühstück ist natürlich ein Forum, wo man Personen trifft. Was sind deine Erwartungen an diesen Abend? Meine Erwartung ist einfach, dass wir uns treffen, begegnen, kennenlernen, austauschen. Und in diesem Austausch sich vielleicht auch Möglichkeiten ergeben, wie wir gemeinsam die doch brennenden Fragen unserer Zeit und Herausforderungen meistern können.
glaube, die Kirche hat da vieles zu geben, aber auch gemeinsam mit der Politik. Es braucht diese zwei Dinge, die zusammenwirken, damit wir zum Wohle des Landes und auch zum Wohle Europas tätig sein können. Als Runder Tisch habt ihr ja verschiedene Projekte anstehen, die diesem Ziel dienen. Was wäre das aktuell? Es gibt ganz verschiedene Projekte und Foren. Derzeit, jetzt im August, findet eine Gedenkreise statt auf den Spuren der Täufer. Die Flüchtlingswege der Täufer, die da einfach auch nachgegangen werden, wo auch Identifikationsbuße stattfindet, wo man gemeinsam auch schaut, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist und wie man die Dinge vielleicht für die Zukunft besser machen kann, beziehungsweise auch vor Gott diese Dinge zu bringen. Ein anderes Projekt, das uns sehr am Herzen brennt, ist der ganze Bereich Kunst, Kultur und Glaube. Da hat sich ein eigenes Forum gebildet, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Österreich ist ja bekannt für Kunst und Kultur. Und da sollte es auch wieder Brücken geben zum Glauben, weil auch der Glaube etwas ist, was ganz, ganz viel an Kreativität freisetzt und bietet, und da ist manches verloren gegangen, auch im kirchlichen, auch im freikirchlichen Bereich. Herzlichen Dank. Markus Marosch war das vom Runden Tisch Weg der Versöhnung Österreich. Dankeschön. Danke dir. Wir haben heute Abend hier ein Publikum, wo sehr viele Gruppen vertreten sind, unter anderem auch die Minichmeyers, Kisi. Hannes, was gibt's Neues von den Kisis? Also wir haben unser Musical Pauline Marie Charicot über die Gründerin der päpstlichen Missionswerke zusammen mit Missio auf die Bühne gebracht und sind mit dem jetzt in ganz Österreich unterwegs, um das zu Gehör zu bringen. Und ja, das ist so das Aktuellste. Ansonsten erfreuen wir uns bei diesem schönen Wetter am Kisi-Haus, das wir 2016 geschenkt bekommen haben und wo wir mehr und mehr entdecken, welch großes Geschenk das ist. Ein neues Musical sind immer Herausforderungen. Was war neu diesmal? Das, was am meisten neu ist, ist wahrscheinlich, dass dieses Musical nicht in der biblischen Zeit spielt, sondern so um 1820 bis 1860. Und das ist natürlich eine ganz andere Zeitspanne. Auch ein anderes Land, nicht Israel, sondern Frankreich. Ja, das gibt es viele Herausforderungen. Angefangen bei den Kostümen, die natürlich viel, viel anspruchsvoller sind. Aber auch von allem, ja, von den Texten, von der Bühne, ja. Aber es ist spannend. Und den Kindern hat die Herausforderung auf jeden Fall gefallen, ja. Ja, vielen Dank, Birgit und Hannes Minichmeyer. Kisi, God Singing Kids. My name is Gudrun Kugler, and I'm very happy to be here with my friend and colleague, Elisabeth Feichtiger. I am from the Christian Democratic Party and Elisabeth from the Social Democratic Party. And the two of us, together with quite a big number of colleagues, have organized this prayer breakfast. And tonight we just inaugurate what is going to happen tomorrow. Liebe Besucherinnen und Besucher, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Liebe Gudrun, es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam euch alle, Sie alle begrüßen dürfen und auch die Lea. Es tut mir leid, aber ich denke, es ist immer schön, Kinder dabei zu haben. Sie sind unsere Zukunft. As they always, a song or music is more than 1,000 words. Today I sing it twice. Papa keeps awesome. He can't understand English, so I have to tell him German. We sing together because we are from Salzkammergut. Kennst du den schönen Ort, der mir am Herzen liegt, wo ich vor einer Zeit das Licht der Welt erblick, wo ich den Raum sich schau, wo ich die Berge seh, dort liegt mein Heimatort, mein Lebenssinn. A warm welcome to Austria. Wir dürfen heute mit der Eröffnung des parlamentarischen Gebetsfrühstücks in einer Abendveranstaltung hier in der ungarischen Botschaft zu Gast sein. Herr Botschafter, herzlichen Dank. Was ist Ihr Anliegen mit diesem Gebetsfrühstück? Das ist mittlerweile eine tolle Tradition, dass immer vor dem österreichischen Gebetsfrühstück die internationalen Gäste hier bei uns eingeladen sind. Ich habe das vor 3 Jahren Gudrun Kugler versprochen und ich
halte gerne Versprechungen und ich hoffe, ich mache mir die Hoffnung, dass dieses Zusammensein auch in der Zukunft eine Tradition bleibt. Wir haben alles dafür, schöne Räumlichkeiten. Wir sind in einem echten österreichischen Palais, aber in der ungarischen Botschaft. Wir haben gutes ungarisches Essen und gute Getränke dazu. Die Gesellschaft ist auch hervorragend und wie ich auch früher gesagt habe, unsere Seele ist jetzt gut vorbereitet, ein tolles Abendessen zu genießen. And, that is always a very special pleasure for me as the host of this event to welcome such a honorable guest that you are in this beautiful Hungarian embassy. It is a pleasure for me to greet you not only the representative of the Hungarian government, but also to greet you as a former member of parliament. Wir sind sehr froh, einfach diese Gelegenheit auch zu haben, Herr Botschafter. Wir sind in sehr historischen Gebäude hier. Was sind aber die Herausforderungen der heutigen Zeit? Es gibt genug Herausforderungen. Also der Krieg ist schrecklich, das trifft uns alle zu. Und ich habe auch in meiner Begrüßungsrede gesagt, wir plädieren schon jetzt für den Frieden, für die Ukrainer, weil dieser Krieg ist so schrecklich, sterben so viele Menschen. Und wir hoffen darauf, dass eines Tages der Frieden auf uns zukommt und alles wird dann geregelt. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber was sonst hätte man wünschen können als Frieden in dieser wunderbaren Abend. Wir werden auch beten dafür. Morgen geht es weiter beim parlamentarischen Gebetsfrühstück. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Botschafter Notch, für die Gastfreundschaft hier und dann aber auch für Ihre Worte. Danke sehr. Das ist mir auch meine Ehre. Dankeschön. Hier bei mir jetzt Herr Frank Heinrich, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages. Ja. Ihr spezielles Anliegen ist Menschenhandel. Naja, die Abschaffung von Menschenhandel. Aber ja, das ist eins meiner Themen seit den letzten 12, 15 Jahren. Man sollte gar nicht glauben, dass das bei uns noch ein Thema ist. Ja, das ist sogar so viel Thema. Ich versuche die Leute manchmal mit der Zahl zu schockieren. Aber in den gesamten Zeiten der Sklaverei bis zur Abschaffung hat es in der Addition nicht so viele Sklaven gegeben wie heute am 13. Juni diesen Jahres. Wo leben die? Wer sind die Sklavenhalter? Also es gibt drei, vier Bereiche. Es gibt den für Organhandel, das ist ein kleiner Bereich, für Arbeitsausbeutung. Und das sind die Leute meistens da, wo unsere Handys, die seltenen Erden aus den Bergen geholt werden. Da sind es Grabsteine in Indien, da ist es Textilwirtschaft, da ist es Schokolade und Kaffee in Afrika. Da, wo die Kinder ausgebeutet werden, wo die Familien ausgebeutet werden. Und in Deutschland, Europa und manchen anderen Ländern ist es eben auch Ausbeutung im sexuellen Gebiet, im Prostitutionsbereich. In der Prostitution, wir sprechen da immer beschönigend von Sexarbeit. Wie viele spezielle Frauen machen das freiwillig? Ich habe mit vielen Sozialarbeitern gesprochen. Es gibt Widersprüche dazwischen. Und ich habe mit vielen Polizisten gesprochen und Kriminalbeamten und man ist sich relativ einig auf einer Zahl von 80% macht es nicht freiwillig. In Österreich sagt man genötigt, steht im Gesetz und damit ist eigentlich Zwang gemeint und damit ist es Menschenhandel. Wie kann es passieren, dass Frauen in solche Situationen gelangen? Also sehr oft ist es abhängig gemacht werden oder schon Abhängigkeit. Ein großer Teil Loverboys. Loverboy-Methode ist ungefähr ein Drittel der zumindest in Deutschland, dessen, da werden Leute angefreundet von Loverboys, die dann sich ausgeben, als wollten sie ein gutes Leben machen und heiraten. Und dann merken die auf einmal, wenn sie in Deutschland sind, nee, der hat noch zwei, drei. Und werden dann je länger, je mehr in dieses Milieu, also dann auch in den Menschenhandel geschleppt. Dann ist es Verschuldung. Aber absichtliche Verschuldung, dass man sozusagen eine Unterkunft gibt, dann sagt, die kostet 250 Euro, jetzt musst du dafür dreimal mit jemandem schlafen, nächsten Tag bist du dann fünfmal mehr. Und es sind die unterschiedlichsten Wege, die in diese Abhängigkeiten führen, oft Abhängigkeit von Armut, Zwang, durch Kriminalität oder Unwissenheit und Loverboy. Das sind, glaube ich, die Hauptmethoden. Und die Kunden von Sexarbeit sind sich dessen wahrscheinlich gar nicht so recht bewusst oder verdrängen das? Naja, da gibt es jetzt eine neue Studie seit vor einigen Monaten. Die hat einmal knapp 100 Freier, ich mag den Begriff nicht, aber mal untersucht.
Und über zwei Drittel wussten genau, was da passiert und haben gesagt, aber ich habe ja bezahlt. Ich habe ja für die Leistung bezahlt. Ja, was können wir tun? Was kann vielleicht die Politik tun? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber es ist wirklich reinschauen in die Gesetzgebung. Es hat auch damit zu tun, dass erstmal wahrgenommen wird. Weil bevor nicht wenigstens 30% der Bevölkerung wissen, was da passiert und das für eine problematisch halten, braucht man auch nicht auf Gesetze zugehen. Also es ist Awareness Raising, wie man so schön neudeutsch sagt, und darüber hinaus eine Gesetzesveränderung bestmöglich. Jetzt hier bei mir am Mikrofon am Vorabend des parlamentarischen Gebetsfrühstücks 2023, Johannes Reinbrecht vom Institut für Ehe und Familie. Johannes, was ist euer besonderes Anliegen, gerade hier zu sein? In unserer Arbeit, christliche Einrichtungen, die sich für Familien einsetzen, zu vernetzen. In unserer Arbeit, das christliche Bild der Ehe in der Öffentlichkeit zu verbreiten und eine Kultur des Lebens wahr werden zu lassen, ist es uns ganz wichtig, dass wir uns vernetzen. Es gibt so viele Einrichtungen, die mit uns Seite an Seite für das Gute, für das Wahre sich einsetzen und kämpfen. Und mit all diesen zu kooperieren, das ist uns sehr wichtig und das ist heute ein Forum dafür. Man trifft euch ja oft bei verschiedenen christlichen Ereignissen, christlichen Veranstaltungen auch. Offenbar ist hier auch ein Ort der Vernetzung. Wer wäre das zum Beispiel? Eine ganze Palette. Wir stehen erst am Anfang der Veranstaltung. Aber ich habe von zum Beispiel Kisi, einer großartigen Einrichtung, die sich in der Jugend- und auch familienpastoral einsetzt, vorher Begegnung gehabt. Und unterschiedliche auf politischer, auf kirchlicher Seite arbeitende Einrichtungen, aber auch im breiteren ökumenischen Sinne. Zum Beispiel der Leiter, der Sprecher der Evangelischen Allianz und so weiter und so fort. Das sind alles Einrichtungen, wo ich einfach spüre, dass es hinter und neben dieser Ebene des Arbeitens, des täglichen Arbeitens, des operativen Arbeitens auch eine geistliche Ebene gibt, auf der und da, wo das Gebet so entscheidend ist und eine eben geistliche Komponente. Und diese beiden Ebenen, da weiß ich, diese zu verbinden, ist uns wichtig und da weiß ich auch mich auch in einer Allianz mit all diesen Einrichtungen hier. Als Institut für Ehe und Familie seid ihr ja der österreichischen Bischofskonferenz zugeordnet. Das Ganze hier ist natürlich auch ein sehr ökumenisches Forum. Was Wunderbares ist, der Heilige Geist macht nicht Halt vor Konfessionsgrenzen. Jeder ist begeistert für seine Konfession. Das sind auch wir von Seiten der katholischen Kirche, aber mit sehr großer Zuneigung und großem Respekt. Und mehr als das blicke ich auf die so beherzten, vom Evangelium beherzten Kolleginnen und Kollegen, die sich im evangelischen Bereich, im freikirchlichen Bereich für die Menschen einsetzen, für die Kirche einsetzen, für Christus einsetzen. Vielen Dank, Johannes Reinbrecht, Direktor vom Institut für Ehe und Familie. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr Jo Hoffmann.